Alexandra Majdzińska, Morkut und andere Erzählungen. Aus dem Polnischen von Magdalena Kocurek, Danzig 2022. Morkut heißt eigentlich Magda und hat 8 Geschwister. Die Familie ist arm und nun ist auch noch Morkuts Mutter gestorben. Immerhin darf sie nun endlich die hübschen Schuhe anziehen, die sie sich schon immer gewünscht hat. Alexandra Majdzińska rückt in ihren Erzählungen die kleinen Dinge und die Außenseiter in den Mittelpunkt. Sie verleiht ihnen eine Stimme, die allzu oft überhört werden, und erzählt jene Geschichten, die man, nicht nur in Polen, lange allzu gern unter den Teppich gekehrt hat. Es geht um Heimat und deren Verlust, um Schuld und Scham, um Gewalt und nationale Traumata. Die oft düsteren Bilder sind eindringlich und bleiben im Gedächtnis. Die Sonne hing stur am strahlend blauen Himmel, als würde sie das extra machen. In einem so schönen Sommer starb man doch nicht. Die Kinder waren herausgeputzt wie nie zuvor. Alle 9. Magda trug zum ersten Mal die Lackschuhe ihrer Träume. Sie hatte sie bei den Nachbarsmädchen gesehen, den braven, zurechtgemachten Püppchen. Sie trugen immer makellose, sogar gebügelte Schleifen im Haar und an den wohlgeformten Füßchen weiße Lackschuhe vom Onkel aus Frankreich.